Hundewelpen kommen als Wurf zur Welt. Die durchschnittliche Anzahl von Welpen variiert je nach Hunderasse. Während eine kleine Hündin zwischen 2 und 4 Welpen wirft, kann eine große Hündin bis zu 12 austragen. Während der ersten 2 Wochen ihres Lebens sind die Welpen völlig von ihrer Mutter abhängig. Glücklicherweise ist die Mutter immer da, um sich um sie zu kümmern. Sie hält sie warm, sauber und trägt sie, wenn nötig, herum. Sie gibt Geräusche von sich, um die Entwicklung ihres Hörvermögens zu unterstützen und lehrt sie die Grundregeln der Hundekommunikation. Sie unterstützt ihre lebenswichtigen Körperfunktionen wie etwa die Verdauung, denn sie sind völlig auf die Versorgung durch die Mutter angewiesen. In diesem Alter sind die Fähigkeiten der jungen Hunde noch sehr begrenzt. Sie schlafen fast 90% ihrer Zeit und saugen etwa 20 Mal am Tag Muttermilch. Die Hündin spendet für die Ernährung ihrer Nachkommen gern und großzügig. Während der 6-wöchigen Säugephase kann sie das 2-fache ihres Körpergewichts an Milch produzieren. Im Alter von 2 bis 3 Wochen werden die Welpen munter. Ihre Augen öffnen sich und ihre Sinnesentwicklung macht rasante Fortschritte. Der Welpe schläft jetzt weniger und im Alter von etwa 3 Wochen beginnt er selbstständig zu fressen. Dies ist der Moment, um ihm etwas anderes als Muttermilch anzubieten. Zwischen dem 1. und 2. Lebensmonat beginnt die Sozialisierungsphase der Welpen. Ihre Sinne sind jetzt besser entwickelt. Sie streben nach Unabhängigkeit und die Neugier auf die Welt um sie herum wächst beständig. Dies ist eine sehr wichtige Zeit für die Zukunft des Hundes. Denn jetzt entwickelt der Welpe Verhaltensmuster für das Zusammenleben mit anderen Hunden, mit anderen Tierarten und vor allem mit Menschen. Die Wachstumsphase des Hundes ist eine kritische Zeit, sowohl in Bezug auf seine physiologische Entwicklung als auch auf sein Verhalten. In diesen ersten Monaten wird die Grundlage für eine gute Erziehung des ausgewachsenen Hundes gelegt. Im Wachstum platzt der Welpe geradezu vor Energie und Neugierde. Er entdeckt Neues, spielt mit seinen Wurfgeschwistern, lernt sehr viel von seiner Mutter und auch bereits sehr viel von seinem Züchter. Die ersten Aktionen des Welpen sind grundlegend für sein ganzes späteres Leben. Er lernt, sein eigenes Lager nicht zu beschmutzen und nicht zu fest zuzubeißen. Er entdeckt, dass manche Verhaltensweisen einem sozialen Zweck dienen. Knurren und Bellen können eine warnende Bedeutung haben. Sie können aber auch ein Bedürfnis ausdrücken, wie zum Beispiel Hunger. Die Pfote auf den Kopf eines anderen Welpen zu legen, zeigt, wer hier der Boss ist. Wenn man Frieden schließen möchte, sollte man die Lefzen des anderen ablecken. Der Welpe lernt sehr viel über andere Lebewesen. Er lernt ihren unterschiedlichen Geruch kennen und was dieser für ihn bedeutet, ihre soziale Rolle und ihr Geschlecht. Durch diese ersten Kontaktaufnahmen wird der Welpe Teil einer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der er lernen wird, seinen Platz zu finden, ihre Regeln zu kennen und zu befolgen. Zu Beginn hat der Welpe durch seine Mutter einen vollständigen Immunschutz. Dieser beruht auf den Antikörpern aus der Milch, die er in den allerersten Lebensstunden bei seiner Mutter gesaugt hat. Zwischen der 4. und 12. Lebenswoche beginnt das Niveau der von der Mutter aufgenommenen Antikörper unter die Schwelle zu sinken, bei der ein Welpe als geschützt gilt. In dieser kritischen Phase ist der Welpe sehr empfindlich und muss geimpft werden. Die Impfungen werden zu verschiedenen Zeiten verabreicht und in bestimmten Abständen geboostert, so der Fachausdruck für aufgefrischt. Das Verdauungssystem des Hundes in der Absetzphase unterliegt extremen Entwicklungsschüben und entwickelt allmählich die Fähigkeit, auch Getreide wie Reis, Mais und Gerste zu verdauen. Gleichzeitig nimmt die Fähigkeit, Milch zu verdauen, ab. Der Welpe ist groß geworden. Er kann jetzt schon ohne seine Mutter auskommen. Aber der Zeitpunkt, wann er von ihr getrennt wird, sollte sehr sorgfältig gewählt werden. Weder zu früh noch zu spät. Das beste Alter, um einen Welpen bei sich aufzunehmen, liegt zwischen 8 und 12 Wochen. Dies ist abhängig von der entsprechenden Hunderasse, da ein kleiner Hund schneller ausgewachsen ist als ein großer. Allgemein kann man sagen, dass man einen Welpen nicht von der Mutter trennen sollte, bevor sie ihn nicht mehr säugt. Auch ist er vor dem Alter von 8 Wochen noch nicht völlig mit der Kommunikation seiner Art vertraut. Sie sollten aber auch nicht zu lange warten. Denn ab dem Alter von 4 Monaten kann es für einen Welpen schwieriger sein, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen.
Wenn der Welpe andererseits häufig Gelegenheit hatte, neue Kontakte zu knüpfen und andere Umgebungen kennenzulernen, besteht keine Eile, ihn von seiner Mutter zu trennen. Dann ist es manchmal einfacher, einen älteren Welpen zu nehmen. Dieser gewöhnt sich viel leichter an seine neue Umgebung.